Stell dir mal vor, heute Abend hört dein Herz auf zu schlagen. Wo bist du dann? Spannende Frage. Was passiert, wenn wir sterben? Ganz wichtige Frage, die müssen wir erklären. Die Bibel gibt da eine eindeutige Antwort. Die sagt, da gibt es einen großen Unterschied. Die, die sterben ohne Jesus, die müssen ins Totenreich. Im Totenreich bleiben die bis zum Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird das Gericht gehalten. Und alle, die Jesus abgelehnt haben, die werden dann vom Totenreich in die Hölle gehen. Das sind zwei unterschiedliche Orte. Totenreich ist nicht schön, ist furchtbar. Aber es ist Kindergeburtstag gegen die Hölle. Wenn man Jesus hat, wenn man mit ihm lebt, wenn man ihm vertraut, wenn man an ihn glaubt, dann hat man sofort, unmittelbar, postmortal ewiges Leben. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? So fragt Jesus.